Moin moin meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Felix Filmt. Diesmal ist es ein sehr sehr schönes Video, weil ich das halt sehr sehr gerne mache. Und zwar war dieses Video mein allererster Motovlog. Ich hatte einige Probleme am Anfang damals gehabt mit dem Mikro, mit der Kamera, wie ich das alles kombiniere. Und da, wo endlich alles funktioniert hat, habe ich meinen allerersten Motovlog gemacht. Und ja, ich wünsche auf jeden Fall euch viel Spaß dabei. Ja, seid gespannt, was da so zu sehen ist. Auf jeden Fall seht ihr alles nach dem Intro. Moin moin meine Freunde, oh Gott, bin ich hier Stimmbruch oder was? Heute gibt es eigentlich ein relativ kurzes Video. Ja, eigentlich ist es ein ganz normales Alltagsvideo. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit und ja, okay, wir haben Oktober. Es ist ein wenig kalt, aber das hindert ja mich nicht davon ab, Motorrad zu fahren. Ja, eigentlich habe ich gar nicht viel zu sagen heute, weil, wie ich schon gesagt habe, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Da habe ich mir gedacht, komm, es regnet nicht, die Sonne scheint einigermaßen. Warum denn nicht? Ne? Ja, was soll ich noch sagen? Wenn ihr meine letzten Videos so ein bisschen verfolgt, ich hatte ja eine kleine, ja, wie sagt man, eine kleine Ansage. Ansage ist eigentlich schon zu viel gesagt. Eine kleine Info an Blackout und Zink. Und ja, ich habe einfach mal angefragt, ob es denn möglich sei, dass wir mal zusammen fahren können. Und na, was ist hier schon los? Jo, lässt mich. Ja. Ich habe eine kleine Anfrage, ob ich mit Zink und Blackout, ob die vielleicht Lust hätten, mit mir zu fahren. Daraufhin haben die, oder hat Blackout mir zumindest schon mal geantwortet. Das fand ich sehr nett von ihnen, weil Blackout macht ja immer mal Livestreams. Und ja, daraufhin hat er mir geantwortet, hier vielleicht einen kleinen Einspieler. Natürlich jetzt schwer heraus, weil ich ja in 14 Tagen jetzt meine Weltreise mache, muss mal mit Zink schreiben, aber der hat sein Motorrad ja auch jetzt erstmal eingelagert, so wie ich das verstanden habe. Und deswegen wird es sich eher auf nächste Saison ausweiten. Also kommst du am besten dann nochmal mit uns Kontakt aufnehmen. So. Aber an sich habe ich nichts dagegen. Könnte man gerne mal was zusammen machen. Ja, wie gesagt, ich fand an für sich eigentlich die Antwort von Blackout sehr nett. Ich meine, es ist verständlich. Blackout macht jetzt erstmal seine kleine Weltreise, die er machen will. Und für mich ist das verständlich auf jeden Fall, dass man das vielleicht mit den Treffen auf nächstes Jahr verschiebt. Ja, und da werde ich mich dann einfach nochmal bei den Zweien dann melden, so wie Blackout das schon gesagt hat. Und ja, dann werde ich mich darüber auf jeden Fall riesig drüber freuen, weil ich kann mir vorstellen, dass das einigermaßen viel Spaß machen kann, mal in Hamburg rumzufahren. Also das ist natürlich eine Sache, warum nicht, ne?
Ich finde das immer so witzig, wenn man immer irgendwo steht und dann steht man an der Ampel und dann ausgerechnet vielleicht an der Bushaltestelle und man hat hier vor dem Helm die GoPro dran montiert. Finde ich immer ganz witzig, wie sie dann immer alle gucken. Ah, hoffentlich guckt er nicht zu mir. Ah, hoffentlich bin ich da nicht drauf. Und manche denken vielleicht ja auch, ja, macht der vielleicht auch YouTube oder sowas? Keine Ahnung. Wie ja, denke ich, jetzt schon mal soweit bekannt ist, fahre ich wieder mal in Bremen rum hier. Und ja, also bei dem Video soll es eigentlich nur darum gehen, so ein kleiner Alltagsvlog, gut, besser gesagt. Alles klar. Und ich finde es immer so witzig, dann habe ich an meinen Helm habe ich ja immer mein verspiegeltes Visier dran. Und da wird es ja noch alles viel extremer. Dann denken sich die Leute, oh mein Gott, wer ist das? Was macht der? Ich find's witzig. Bam, bam, bam. Bloß die Ampelphasen, die finde ich immer am schlimmsten hier. Naja. Ja, was fällt mir noch eigentlich ein? Also, ich muss eigentlich sagen, wie gesagt, ich mache hier die Motovlogs, weil ich Spaß dran habe auf jeden Fall und weil ich es sehr interessant finde. Und ich sag mal so, also in der Zeit, ich bin jetzt, keine Ahnung, 2-3 Monate oder sowas mache ich das jetzt, schon 5 Abonnenten finde ich ganz gut. Also danke dafür, ne? Und ja, die Maschine habe ich jetzt auch gerade erst seit, keine Ahnung, 8 Monaten oder so. Also eine Saison bin ich jetzt schon mal gefahren. Das ist die schöne Wiese. Aber hier ist wieder mal nichts los. Naja, das heißt wieder mal nichts. Wenn das Wetter sich ändert, dann ist ja auch nichts mehr los. Ach ja. Nee, aber da finde ich auf jeden Fall die 5 Abonnenten schon richtig cool. Also danke dafür. Vielleicht werden wir auch so eine kleine, ja, vielleicht so eine kleine Community. Wenn wir mehr werden, warum nicht? Würde mich freuen. Dann könnte man ja vielleicht mal so ein kleines Abo-Treffen machen, sage ich mal. Und ja. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Ich bin auch mit anfangs so wenigen Abonnenten zufrieden, gerade in der kurzen Zeit, wo ich das hier mache. Und ja. Ihr könnt ja auch gerne mal ruhig ein paar Kommentare loswerden. Das würde mich auf jeden Fall freuen, weil dann weiß ich ja, woran ich an der ganzen Sache bin. Und ob ich das ja alles so richtig mache oder auch mal Wünsche äußern. Ich habe ja schon überlegt, mir schwebt eigentlich schon so ein kleiner Plan in meinem Kopf vor, was Motorräder angeht. Ich habe mir eigentlich vor, ein anderes Motorrad zu kaufen. Da weiß ich aber noch nicht, ob das finanziell so funktioniert.
bin ja eigentlich so ein kleiner Fan von dieser neuen BMW S1000RR. Die finde ich schon richtig cool. Aber ich bin auch, also ich bin auch einigermaßen groß gewachsen. Deswegen ist dann immer so das Problem bei Supersportlern. Ich muss da erstmal gucken, wie, ob das hinhaut. Weil ich bin ungefähr 1,98. Da muss man dann immer mal gucken, ob das von der Größe hinhaut, von meinen Beinen her. Da sind ja Supersportler schon verschieden. Ich habe ja jetzt hier meine Kawasaki. Ein kleiner Walkaround ist ja schon in meinem Kanal drin, wenn ihr es mal ganz sehen wollt. Ja, also wie gesagt, ich komme ja mit der Kawasaki richtig gut klar. Na komm. Und ja, ich will einfach mal gucken, dass ich vielleicht. Na komm, ich bin nett. Dass ich vielleicht mal eine kleine Probefahrt nächste anfange oder so von der BMW. Weil ich muss ja gucken, ob das alles hinhaut. Ich bin damals, bin ich immer öfters nur Supermoto gefahren, da hatte ich überhaupt keine Probleme. Ja, vielleicht klappt doch beides, wir werden sehen. Wir werden sehen, was das liebe, gute Geld macht. Ja Leute, auf jeden Fall, wir werden uns gleich wiedersehen. Ich denke mal, dann habe ich auch Feierabend. Und dann wird es einigermaßen wieder dunkel sein. Also haut das mal rein, euer Nofighter, wir sehen uns nachher. Ja, moin moin meine Freunde, hier bin ich schon wieder. Was heißt schon wieder? Wir haben jetzt mittlerweile abends. Oder nachts besser gesagt. Feierabend ist vorbei. Und jetzt geht's erstmal nach Hause. Ich finde das immer witzig, immer wenn es ein bisschen kühl draußen ist, spinnt er immer ein bisschen rum. Erst das mal normal anfahren und dann habe ich den Schock gezogen und dann geht der Schock wieder zur Mitte und dann vergesse ich ihn wieder und dann macht das Ding einfach aus. Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Aber okay. Ja Leute, was soll ich sagen, es war wieder mal ein erfolgreicher Tag bei der Arbeit. Wie ich schon gesagt habe, jetzt geht's nach Hause, noch ein bisschen den Feierabend genießen und morgen geht das ganze Spiel auch wieder von vorne los. Also wie gesagt, ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, den schaffe ich noch. Ich wollte euch eigentlich nur mal zeigen, so, man macht ja Motovlogs und ich habe mir einfach mal gedacht, warum nicht einfach mal, was halt schon ein Vlog heißt, einfach mal einen Alltagsvlog machen. Ja, und das habe ich jetzt hiermit getan.
Ja, Leute, mit diesen wunderbaren Bildern, falls ihr irgendwas erkennt, hier sind wir wieder bei der Weser. Mit diesen wunderbaren Bildern verabschiede ich mich euch von euch. Also haut das mal rein.